sind wir? Ein Challenge wartet auf euch. Einer von euch wird einen Schokoladenbrunnen bekommen. Er geht an diejenigen, die ihn am besten mit diesen Filzstiften zeichnen. Aber man soll mit dem Mund zeichnen. Wir benutzen keine Hände. Ihr habt eine Minute. Los geht's! Ich soll gewinnen, denn ich bin die coolste Person hier. Was? Du wirst verlieren. Weil ich die beste Zeichnung haben werde. Bingo! Du? Kann denn ein Schokoladenbrunnen blau sein? Nein. Ich werde gewinnen. Umso mehr, dass ich gerade eine wirklich coole Idee habe. Warum soll ich die Farbe ausblasen, wenn man den Deckel einfach abnehmen kann? Oh, wow. Warum ist das nicht mir eingefallen? Das soll ich ausprobieren. Ui! Naja, hast du versucht? Hat es funktioniert? Süßi, schämst du dich denn gar nicht? Du solltest deiner Freundin helfen und nicht lachen. Dafür muss man dir die Flötentöne beibringen. Eine einfache Feder reicht mir völlig aus. Ah, ah, ah. Und was soll ich tun? Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich mit einer Tomate gemalt habe. Oder schlimmer. Jetzt wird Süßi sie herrlich verlieren. Ach so, lachst du auch? Dann wirst du auch verlieren. Was hast du gemacht? Du bekommst auch das, was du verdienst. Nein, nein, bitte nein. Mädchen, die Zeit ist um. Zeigt uns, was ihr gezeichnet habt. Juli, was ist für ein roter Fleck? Hast du die Farbe verschüttelt? Wahrscheinlich auch auf dein Gesicht. Süßi, warum bist du auch ganz rot? Habt ihr alle zusammen Tomaten gegessen? Wer so etwas malt, kann nicht gewinnen. Milas Arbeit ist auch nicht so gut, aber wenigstens gibt es kein rotes Haus. Mila, du hast gewonnen. Hurra, jetzt gehört es mir. Hallo, du leckere Schokolade. Wir wollen auch etwas Schokolade. Und wir werden welche bekommen. Das ist so gut. Ich bin so froh, dass ich gewonnen habe. Ausgezeichnet. Hey, wo ist die ganze Schokolade? Und mal ehrlich, wer traut sich schon, es zu trinken? Ach, komm schon, ihr Diebe. Dieses Mal wird ihr Lohn viel origineller sein. Seht ihr das süße kleine Hühnchen? Nun, der Lohn ist nicht er, sondern die Kacke, die von ihm übergeblieben ist. In dieser Runde müsst ihr wieder mit dem Mund zeichnen, also gebt euer Bestes. Die Zeit ist los. Es gibt wohl nichts Einfacheres, als eine Kacke zu zeichnen. Um die Zeichnung noch authentischer zu machen, soll man auch einen Geruch hinzufügen. Ich weiß sogar, wie man das macht. Was ist das für ein Geruch? Ist hier jemand gestorben? Ich glaube, mir wird das schlecht. Ups, ich habe nur schon lange meine Füße nicht gewaschen. Malen mit den Füßen ist schwierig. Das Zeichen mit den Ellbogen ist eine viel bessere Lösung. Ich habe eine Menge solcher Filzstifte. Oh nein, ich soll mich beeilen. Mädels, genug mit dem Zeichen. Es ist die Zeit, uns zu zeigen, was ihr drauf habt. Hier, schaut mal. Mila, die Kacke ist okay, aber ich habe etwas Besseres gesehen. Bei Süßi zum Beispiel. Das ist großartig. Super. Ich bin so froh. Julias Kacke ist nicht so toll. Man sieht, dass sie verlieren wollte. Und so soll es auch sein. Sie ist diejenige, die die richtige Kacke hat. Was? Aber Süßi hat mich schwach gemacht. Ich werde diesen Horn nicht essen. Das ist zu eklig.
Du solltest das tun. Da sind die Regeln. Was für ein Albtraum. Ich werde so tun, als es nur Schokolade wäre. Awesome. Hat sie wirklich die Kacke gegessen? Nein, das ist wirklich Schokolade. Möchtet ihr Mädels auch welche? Nein, danke dir. Nein, danke. In dieser Runde wird ihr Lohn Fisch. Schmackhaft und überhaupt nicht lecker. Nun, ihr werdet mit Soßen malen. Ich denke, es ist ziemlich lustig und ungewöhnlich. Ihr könnt schon anfangen. Die Zeit geht los. Ich habe noch nie mit Soßen gemalt. Ich hoffe, ich kann es gut. Das sind ganz viele. Ich habe so große Auswahl. Aber warum ist der ganze Müll auf mir? Ich bin kein Mülleimer. Also, es ist die Zeit anzufangen. Das wird die leckerste Zeichnung, die ich je gemacht habe. Ich fange mit dem Ketchup lieber. Und ich beginne mit der Käsesoße. Sie ist selb, also passt sie besser zu diesem hässlichen Tisch. Also, ich fange an. Aber die Käsesoße ist schnell alles. Ich soll bald einen Ersatz finden. Oh, yes. Oh. Ich glaube, das sieht ziemlich gut aus. Ich bin begabt. Mann, sogar süßes Zeichen ist besser als meins. Ich soll beeilen. Richtig. Ich habe 5 Finger. Also habe ich 5 Pinsel, mit denen ich gleichzeitig malen kann. Es riecht super. Ich denke, es ist in Ordnung, wenn ich ein bisschen probiere. So lecker. Nein, das reicht nicht. Ich möchte mehr Soße essen. Mila, isst du Soße? Aber wir haben nicht einmal Kartoffeln. Ich glaube, meine Soße sind alle. Ah, nicht auf meins. Naja, ich habe alles verdorben. Das ist so lecker. Oh Gott, ich habe alle Soßen gegessen. Jetzt werde ich definitiv verlieren. Nun, die Zeit ist um. Ich möchte sehen, was ihr dort gezeichnet habt. Mir bleibt nur eine Möglichkeit. Ich tausche die Zeichnungen mit Sissi. Ich warte. Juli, was hast du getan? Das sieht nicht wie ein Fisch aus. Mila, kannst du mir zeigen, was du gezeichnet hast? Wow, das sieht toll aus. Das ist die beste Soßenzeichnung, die ich bis jetzt gesehen habe. Sissi, du hast dich überhaupt nicht angestrengt. Dann werde ich dir wohl diesen Fisch geben müssen. Ich hoffe, du isst gerne rohen Fisch. Ich? Aber das ist doch Betrug. Mila hat dich ausgetrickst. Haha, irgendwann muss ja den ekligen Fisch essen. Warum roh? Ich kann es kochen. Ich habe einen Brenner. Ah, was machst du da? Oh, tut mir leid. Ich weiß einfach nicht, wie man es benutzt. Ich glaube, ich muss es auf den Fisch richten. Sieht mal, wie lecker der Fisch geworden ist. Endlich kann ich ein richtiges Mittagessen haben. So lecker. Mädels, der süßeste Lohn wartet diesmal auf euch. Und zwar diese flauschige Katze. Ihr sollt euer eigenes Katzen-Make-up machen. Wer das Beste hat, bekommt das Kätzchen. Wie immer habt ihr eine Minute Zeit. Dann geht's los. Ich sehe selbst einem Kätzchen sehr ähnlich aus, also muss ich mich nicht um viele Kleinigkeiten kümmern. Süße, du überschätzt dich. Es ist für alle klar, dass ich gewinnen werde. Die Nase ist fast fertig, bleibt nur Schnurrbart. Ach so, niemand hat verboten, einen Spiegel zu benutzen, oder?
Ich weiß nicht, wie man ohne ihn ein cooles Make-up machen kann. Aber damit geht es einfacher. Ich bin fast fertig. Ihr alle seid mir nicht gewachsen, denn mein Make-up ist das Beste. Wow! Mila, schau mal. Julie schummelt. Sie benutzt den Spiegel, obwohl sie es nicht durfte. Ich denke, man muss ihr eine Lektion erteilen. Ich stimme zu. Ich weiß sogar genau wie. Hey, was macht ihr? Warum? So wird mein Make-up weg. Jetzt werde ich bestimmt verlieren. Ich will dieses süße Kätzchen so sehr. Ich habe eine Idee. Oh, yeah. Süßi, hör mal, du bist mit der Nase ein bisschen nicht fertig. Wenn du möchtest, kann ich dir helfen. Danke, wenn es dich nicht stört. Das mache ich gerne. Jetzt siehst du schon viel besser aus. Wie eine echte Katze. Vielen Dank, ich wusste immer, dass wir gute Freundinnen sind. Also, lasst uns entscheiden, wer genau diese süße kleine Katze bekommt. Juli, das kann man sich nicht einmal ansehen. Süßi, was hast du getan? Wir spielen hier keine Piraten. Was? Piraten? Ach du schlauer Hund. Aber Milas Make-up ist übrigens sehr schön geworden. Also, wird Fluffy jetzt mit ihr befreundet sein. Hurra, ich werde dich lieben und füttern und... Oh nein! Ich glaube, Mila ist gegen Kätzchen allergisch. Das ist in Ordnung. Wir können uns selbst um den Flauschigen kümmern. Oh nein! Oho, Mila ist ganz rot geworden. Wir sollen einen Arzt rufen. Stimmt's, Flausche? Du bist so süß. Wow, Enid hat sich ein neues Auto gekauft. Es sieht toll aus. Und hier ist Wednesday in ihrem neuen Auto. Hey, sie hat das gleiche Auto wie ich. Nein, du hast das gleiche Auto wie meins gekauft. Mädels, lass uns nicht streiten. Eure Autos sehen toll aus. Wir müssen nicht raten, wer zuerst das gekauft hat. Oh, ich glaube, eine Challenge fängt an. Lalala, mein Regenbogenpaket ist da. Was hat sie vor? Ist das Autoschmuck? Das ist genau richtig. Ich werde ein Regenbogen-Einhorn-Auto haben. Ich soll dafür nur einen weichen Regenbogenteppich aufhängen. Es ist wichtig, das ganze Auto mit Teppich auszulegen. So wird mein Auto besser als Wednesdays aussehen. Auf den Rändern Regenbogen und hier ein Horn. Wow, Enid, dein Auto sieht fantastisch aus. Wednesday, was sagst du dazu? Ich werde diesen Regenbogenwahnsinn nicht einmal kommentieren. Aber ich habe auch eine Idee. Ich werde mein Auto in meinem eigenen Stil dekorieren. Ich muss nur noch das Nötigste bestellen, dann bin ich fertig. Kuria ist schon da, so schnell. Geht ihm doch sicher gut. Er sieht ein bisschen blass aus. Ja, das ist Quentin. Er arbeitet bei Graf Dracula. Vielen Dank. Also, was habe ich denn da? Eine schwarze Farbe, eine gute Möglichkeit, das Auto schnell und sauber in meiner Lieblingsfarbe schwarz zu lackieren. Das weiß da furchtbar aus. Erledigt? Ich will natürlich Accessoires. Das wird ein Vampirauto. Quentin hat mich inspiriert. Und ich soll das Wichtigste nicht vergessen. Zähne und Reißzähne. Mein Auto sieht so furchterregend aus. Oh, was ist das für eine Düsternis? Ist das neue Auto von Wednesday? Wednesday, Enid, eure Autos sehen wunderschön aus. Kein Grund zum Streiten. Enid, hast du wieder etwas für das Auto bestellt? Das sind nur Kleinigkeiten. Ein paar Spielsachen für das Innere des Autos, sonst ist es langweilig. Ich werde einfach ein paar Regenbogenteppiche auf die Sitze legen. Sie sind so weich und bunt. Ich soll nicht die Hintersitzen vergessen, denn ich habe viele Freunde, die normalerweise hintersitzen. Noch den Lenkradbezug. Er ist weich, genau wie mein ganzes Auto. Man kann nie zu viele Regenbogenteppiche haben. Mein Lieblingsspielzeug Hagiwagi? Keine Fahrt vergeht ohne ihn. Regenbogen, Einhorn und Kuscheltier. Nur noch ein bisschen und mein Auto ist komplett fertig. Wow, Enid, der Innenraum deines Autos sieht fantastisch aus. Ich lasse es so nicht. Ich dekoriere auch den Innenraum, nur viel cooler. Ich habe gerade ein paar schwarze Teppiche für meine Sitze gefunden. Das sieht aber cool.
Noch mehr schwarze Kissen für meinen Lieblings-Huggy-Wuggy. Nicht zu vergessen den Lenkradbezug. Oh ja, ich stelle mir schon vor, wie ich durch die Straßen fahre. Ein paar Fledermäuse und Spinnweben draufkleben. Ich hänge hier meinen Freund hin. Übrigens heißt er Jack. Jack ist sehr lustig. Ich hänge noch Geschenke von meinen Eltern auf. Fertig. Was könnte noch besser sein? Bei dieser coolen Einrichtung bekomme ich eine Gänsehaut. Das ist noch ein Freund von dir? Ja, das ist Bob. Er hat ein bisschen abgenommen. Hey, wir haben heute Halloween, oder? Willst du einen meiner Freunde kennenlernen? Wie schrecklich! Ich muss mich schnell verstecken. Wednesday, reparierst du etwas? Eiskaltes Händchen, gib mir den Schraubenschlüssel. Komm schon. Beeil dich. Danke. Also, Wednesday, was machst du da? Wir sind doch gespannt. Oh, Enid. Hi, wie geht es dir? Siehst du, Wednesday baut etwas, aber wir wissen noch nicht was. Ja, ich erzähle euch alles gleich. Eiskaltes Händchen, Schraubenschlüssel. Hey, wo ist es? Ich finde dich, Faulpelz. Du willst gar nicht arbeiten. Ich habe dich einmal gebeten, mir zu helfen und du bist weggelaufen. Wo bist du? Ich werde nicht schimpfen, ich verspreche. Ich bin nur ein bisschen sauer. Komm raus! Ist es in die Höhle gefahren? Es ist nirgends zu finden. Ich finde dich und schicke dich zu den Eltern zur Erziehung. Hey, was ist das für eine Schlange mitten auf der Straße? Seltsam, wozu stehen sie da? Enid, was ist hier los? Hallöchen, Wednesday. Ich und eiskaltes Hähnchen haben einen Schönheitssalon im Kofferraum eröffnet. Gefällt es dir? Was habt ihr getan? Hähnchen, du bist ein hoffnungsloser Fall. Ich habe meine Buchrosen im Kofferraum also schon lange nicht gestützt. Ich denke, jetzt kann ich es tun, solange ich noch etwas Zeit habe. Meine Rosen duften so schön. Ja, wunderschön. Und jetzt ist es Zeit, mein Lieblingskaninchen zu streicheln. Oh, du hast mich erschrocken. Schau mal, wie süß es ist. Ja, sehr süß. Und zu weiß. Komm mal, gucken, was ich im Kofferraum habe. Sehr gerne. Hurra, eine Party bei Wednesday. Und was hast du da? Halt, du sollst die Augen schließen. Kein Problem. Ich habe genau den richtigen Regenbogenschal für solchen Fall. Ich mag Überraschungen. Oh, Enid, diese Überraschung wird dir nicht gefallen. Es sieht alles sehr gruselig und schrecklich aus. Oh, aber es ist Wednesdays Kofferraum, also konnte man es erwarten. Enid, halte durch. Es wird sehr gruselig. Hoffentlich, wenn nicht Schlangen, dann Ratten werden dir bestimmt gefallen. Wow, was ist denn da? Etwas Weiches. Wie interessant. Wednesday, ich mag Überraschungen sehr, sehr gerne. Also sag mir nichts. Ich hätte gedacht, dass es eine Schlange ist. Aber woher soll sie denn hier kommen, hey Wednesday? Oh nein, sind das echte Schlangen? Und noch Ratten? Wednesday, wie konntest du nur das machen? Wednesday, das war zu viel. Hurra, Wednesday wird gleich sein Cello spielen. Das wollte ich schon lange mal hören. Was ist das für ein Chor, der ich jetzt hören muss? Schalte das aus. Nur Enid kann sich diese Foltermusik anhören. Das würde ich nicht mal meinen ärgsten Feinden machen. Gut, dass ich neue Lautsprecher für meinen Kofferraum gekauft habe. Bob, jetzt zeigen wir ihr mal, was richtige Musik ist. Wow, wir haben ein Musikbattle? Womit antwortet denn Enid? Was? Katzengeheul? Ah, das ist Wednesday und ihr Cello. Wednesday, du verscheust meine Freunde. Was ist denn das? Hähnchen, machst du diese Musik? Ich habe dir eine leisere, klassischere Symphonie beigebracht. Hört sich richtig gut an. Da bekommt man sogar gleich Lust zu tanzen. Komm schon, Wednesday. Okay, ich gebe zu, die Melodie ist schon ein bisschen cool. Ich würde gerne tanzen. Mädels, das ist so schön. Die Musik hat alle zusammengebracht. Eiskaltes Hähnchen, du bist ein genialer DJ. Baby beendet schon ihre Zeichnung. Was willst du essen? Baby will Pancakes. Macht ihr? Sind alle bereit? Ich sehe, sogar Oma ist bereit. Oh, Oma, geht's Ihnen gut? Nicht gebrochen? Okay, mein Teig ist fertig.
Ich wusste es, dass wir meine Spezialität Pancakes machen müssen. Gleich machen wir einen Stapel und füttern meine geliebte Enkelin. Was für ein Geruch steht hier? Voila, fertig. Gleich fügen wir etwas Süßes hinzu, damit Baby es definitiv mag. Fügen wir meinen Lieblings-Ahornsirup zu. Aber mehr. Und Butter. Und ich mache Regenbogen-Pancakes. Ich habe anscheinend Teig in allen Farben des Regenbogens. Ich kann es nicht anders, als einen Regenbogen zu malen. Blau kommt irgendwie nicht raus. Wo bist du? Wo bist du? Oh, ich bin voll im Teig. Alles in Ordnung. Keine Sorge, ich wische es ab. Bereit, weiter zu kochen. So, hier ist der erste Pancake. Perfekt. Welcher Regenbogen ohne Einhorn? Das ist richtig, keiner. Also bin ich mit dem Backen fertig. Oma, wie gefällt's dir? Sehr schön. Okay, ich kann meine schwarze Farbe nicht finden. Sie ist nicht hier. Ding? Und du bist schon da? Und hast meinen Farbstoff mitgebracht. Danke, großartig. Wir tropfen ein paar Tropfen und fertig. Gleich füllen wir den Teig in die Spritze. Es ist so viel bequemer zu zeichnen. Und jetzt male ich die furchtbar gruseligen Spinnweben und Spinnen. Wie süß. Sehr, sehr niedlich. Wir dekorieren den Teller mit frischem Blut. Oh, das heißt Erdbeersirup. Und verteilen die Spinnweben und meine süßen Spinnen. Ein Meisterwerk ist es geworden. Wow. Wednesday, er sieht erschreckend aus. Oh, und lecker. Sehr köstlich, ja. Sind alle bereit? Liebling, probier's schneller, solange es heiß ist. Also, was haben wir hier? Das ist alles schön. Oh, sind das echte Spinnen? Oh, Mama. Das sind Pancakes. Wednesday hat wieder entschieden, mich zu erschrecken. Vielleicht schmeckt's besser, als es aussieht? Spinnen sind süß und überhaupt nicht gruselig, wenn sie essbar sind. Lecker. Was kommt weiter? Oh, eine ganze Menge Sirup-Pancakes. So lecker. Schneller probieren. Lecker. Sehr süß. Was kommt als nächstes? Oh, wow. Das ist ein Einhorn-Pancake und ein Regenbogen. Wee, wee, wee. Flieg los, mein Einhorn, und flieg rein in meinen Mond. Haha. Magisch. All right, all right. Und der Sieg geht an den Einhorn-Pancake. Glückwunsch. Enid, Glückwunsch. Ich will Pommes. Mach dir, ich bin so hungrig. Baby, mach dir keine Sorgen. In der Küche arbeiten nur Fachleute mit Erfahrung. Ja, Oma? Ja, genau so. Okay, was ist los? Woher fliegen die Schalen? Nein, Sohn, kannst du vorsichtig sein? Ich bin von Kopf bis Fuß in den Kartoffelschalen. Ed, ich kann nicht böse auf dich sein, weil du so süß bist. Mein Licht, meine Freude. Brauchst du Hilfe? Wir kriegen's hin. Komm schon, nur noch ein bisschen. Hier. Danke, Oma. Ich schneide es gleich mit einem speziellen Messer ab. Schau mal, was für eine schöne Kartoffel. Sehr lockig. Mir kam eine verrückte Idee in den Sinn. Ich möchte farbige Kartoffeln machen. Cool, oder? Ich werde coole Regenbogenkartoffeln bekommen. Sowas hat Baby noch nie gesehen. Fertig. Es bleibt noch ein bisschen in einer Pfanne anbraten. Ich habe eine Bratpfanne, es gibt Öl und ein Herd. Wir verbinden es und bekommen eine Fritteuse. Cool, ja? Alles ist so einfach, dass ich drüber nachdenke, ein Chefkoch zu werden. Würde mir eine Kochmütze stehen? Und wenn sie regenbogenfarbig ist? Okay, meine Kartoffeln sind fertig. Annie, du bist so gut, sehr gut geklappt. Okay. Ich brate auch schon Kartoffeln. Ich habe normale Kartoffeln hinbekommen, keine farbigen, aber auch sehr lecker. Knusprig. Schwer aufzuhören. Gießen wir etwas Ketchup hinzu. Lecker. Und meine Kartoffeln sind auch fertig. Wir können umlegen. Gleich färben wir... Oh, ich bin etwas schmutzig geworden.
Schwarz steht mir natürlich zu Gesicht, aber ich bin noch nicht bereit für einen neuen Stil. Also wollte ich die Kartoffeln schwarz färben, nicht mich selbst. Ich habe echte Kartoffeln aus der heißen Hölle. Vielleicht bleibt mir nur noch der letzte Schliff übrig. Voilà! Ihr habt nicht gedacht, dass es nur eine schwarze Kartoffel sein würde. Das ist Klaus. Baby, die Kartoffeln sind fertig. Probieren wir. Wow, was für eine schöne Kartoffel. Wednesday hat entschieden, mich wieder zu erschrecken. Aber ich habe keine Angst mehr. Es ist ein Bündel aus Kartoffeln. Super lecker. Ich kann nicht aufhören. Was haben wir hier? Oh, das sind normale Kartoffeln mit Ketchup, aber auch nicht schlecht. Mmh, sehr, sehr, sehr lecker. Sehr lecker. Aber das zieht sofort viel Aufmerksamkeit auf sich. Das sind ja Regenbogen-Pommes. Das habe ich nur in meinen Träumen gesehen. Mmh. Ha, meine Zähne haben sich verfärbt. Ich habe zu viel gegessen. Aber die Regenbogenkartoffeln gewinnen. Wow, Enid, du hast wieder gewonnen. Glückwunsch, gut gemacht. Baby ist fast fertig mit dem Zeichen. Was diesmal? Sie will einen Burger. Toll, sind alle bereit? Natürlich seid ihr bereit. Ich werde den besten Burger in Babys Leben machen. Jetzt brate ich Brötchen an, füge eine süße Tomate hinzu in Ringen und Hackfleisch. Es ist sehr wichtig, eine Kotelette aus gutem Hackfleisch zu machen. Jetzt können wir anfangen, alles zusammenzusetzen. Brötchen, grüner frischer Salat, das saftige Kotelett drauf, obendrauf Käse, Tomate und Brötchen. Hurra, ich bin mit allem fertig. Oh, komm schon, Neni, das ist ein einfaches Sandwich, du musst mich nicht loben. So, ich habe auch eine Idee. Diese Brötchen sehen so aus. Ich werde etwas Köstlicheres nehmen, Donut. Obendrauf füge ich süßen Erdbeersirup hinzu. In meinem Burger ist Hauptsache viel Süßes, mega Süßes. Das Baby liebt alles, was sauer, süß und lecker ist. Ich mache das. Und Bonbons sind das Wichtigste. Okay, ich muss noch Marshmallow hinzufügen. Mmm, lecker. Wie köstlich und süß. Ich würde diese Zuckerbombe so gerne selbst aufessen. Okay, das letzte. Fertig. So, auch meine schwarzen Brötchen hier sind fertig. Gleich legen wir Käse drauf. Ein Kotelett aus rotem Fleisch. Wir brauchen noch mehr Käse und mehr Blut. Oh nein, das heißt doch Ketchup. Ja, ja. Okay, jetzt könnt ihr schließen. Vergessen wir nicht den letzten Schliff. Chips. Aber nicht für mich, sondern den Burger. Das Ding, ich brauche deine Hilfe. Hab keine Angst vor ihm. Er wird dich nicht essen. Er hat nicht mal einen Mund. Willst du meine Gummibärchen-Augen nehmen? Hey, ich wollte sie doch so sehr. Danke, das Ding. Du hast mir Gummibärchen-Augen besorgt. Sie passen auch zu dir, aber jetzt habe ich die mehr nötig. Ich habe einen furchtbar süßen Burger hinbekommen. Bereit für die Verkostung. Mmm, die Burger sehen toll aus. Wo soll ich anfangen? Oh, ich fange mit diesem Freak an. Er ist witzig. Mmm, sehr, sehr lecker. Was kommt als nächstes? Oh, genau. Dieser Burger sieht so aus, wie ich gemalt habe. Er muss definitiv gut sein. Probieren wir es aus. Schreckliche Zwiebel. Okay, den werde ich nicht mehr probieren. Oma, ich esse hier keine Zwiebeln. So. Es ist der letzte und der grellste geblieben. Ist das der süße Burger von Enid? Ich wollte mit einem Kotelett oder Marshmallow auch nicht schlecht. Lecker. Ich kann nicht wählen, also wird ein Spruchlein wählen. Der Gewinner bist... Ja, dieser unheimlich leckere Burger ist alle Aussagen wert. Mit Gummibärchenaugen. Fertig, es gewinnt. Wednesday, Glückwunsch. Freut dich das wirklich? Wow. Komm schon, Wednesday, lächle breiter mit allen Zähnen. Nein? Okay, aber du hast so ein schönes Lächeln. Hm.
Ich will Kakao. Machen wir? Sind alle bereit? Klasse, ich hoffe, dass Jäger es lecker macht und das Baby es mögen wird. Wer wird anfangen? Ja, jetzt mische ich Kakao und Milch in einem Topf. Es soll einen super leckeren Kakao sein. Fügen wir etwas Schokolade hinzu. Ein Schokoladengetränk. Also, mein Kakao kann nur in einem Becher mit meinem Gesicht kommen. So ist es besser. Lass alle wissen, wer hier die Nummer 1 ist. Oma, du bist wirklich die Beste, aber ich werde keine schlechteren Kakao haben. Ich habe sehr leckere Pralinen gefunden. Jetzt gebe ich die in die Pfanne und natürlich etwas Zucker. Ein bisschen. Okay. Oh, hat sich von alleine verschüttet. Und jetzt öffnen wir die Milch. Oh, verschüttet. Aber es ist noch etwas für Kakao übrig. So, ich kann es nicht einfach weiß lassen. Ich muss ein bisschen Blau hinzufügen, wie der Himmel. Schaut, wie schön. Gelbe Creme wird genau gut sein. Jetzt machen wir leckere Flecken. Vergessen wir nicht die bunten Streusel. Und füllen wir unseren himmelblauen Kakao. Ist das nicht cool? Ich find's einfach super. Das Baby wird begeistert sein. Mehr Süßigkeiten und Deko. Wie findet ihr? Schönheit. Ich bin fertig. Ding, hast du diesen Farbwahnsinn gesehen? Mit wem arbeite ich denn nebenan? Ich denke, du verstehst, welchen Kakao ich machen werde. Ich werde eine wie Erdöl dunkle Kakaobutter in mein Lieblingsglas geben, füge erschreckenden Schmuck und Würmer hinzu, aber aus Gummibärchen. Erschrecken wir alle nicht zu sehr. Fertig. Wenn alles fertig ist, probieren wir. Baby, bist du bereit? Oh ja, ich bin immer bereit. Alles sieht so lecker aus. Dieser Kakao ist so bunt. Ihn hat sicherlich Ingrid vorbereitet. Lecker. Und das hat meine geliebte Großmutter vorbereitet. Kakao von Oma schmeckt immer gut. Und das ist wieder Wednesday. Ihre Lieblingsschädel. Probieren wir? Gummibärchen und Kakao sind köstlich. Okay. Aber ich muss mich für eins entscheiden. Ich wähle das.